Hey meine Beste draußen, ich bin's Jan von Buddies Unite und heute habe ich wieder ein kleines Melde-Video für euch. Zwei Pakete sind am Start und ich habe gedacht, bevor ich die einfach so auspacke, mache ich einfach die Kamera an, zeige euch mal, was drin ist. Ich bin mir sicher, einige von euch wird das interessieren. Und ich weiß, Kameraposition, hier das Setting ist ein bisschen improvisiert, aber ich denke, die Karten wird man gut erkennen können dann. Und ich glaube, das ist ja der die Hauptsache. Ich habe mal wieder bei eBay zugeschlagen. Einige geile Karten sind dabei für meine persönliche Sammlung. Und ich hoffe, die sind jetzt auch alle in guter Verfassung. Aber das sieht hier sehr, sehr gut aus. Hier diese Bubble Wrap. Und mal schauen. Ja, da steht einfach nur kurz bedankt, dass ich eingekauft habe bei denen. Und hier, ich weiß nicht, hier, falls es fokussieren will, Burbank Sports Cards, das ist der Verkäufer gewesen aus Amerika. Und bisher sieht alles sehr, sehr gut aus. Preise waren auch völlig in Ordnung. Deswegen kann ich, wenn ich jetzt nicht keine böse Überraschung noch bekomme, den Verkäufer auf jeden Fall weiterempfehlen. Hier, erstmal hier diese Visitenkarte, bisschen Pappe und dann haben wir, fangen wir auch gleich an mit der ersten Karte. Ihr seht MLS Apex Soccer 2015. Hier, Drew Moore von Colorado Rapids. Die Karte ist nummeriert, 58 von 99, richtig, richtig nice Karten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, liebe ich dieses, die Kartendesign. Und dieses Konzept mit den Trikotkarten hier. Relativ dicke Karte, muss man schon sagen. Und dann hier dieses Trikot. Und bei dem Trikot ist es richtig nice. Da ist so ein Muster eingearbeitet. Ich glaube, man kann es erkennen. Wobei, ich würde es bevorzugen, wenn das Trikotstück die gleiche Farbe hat. Beziehungsweise vom gleichen Trikot ist wie auf dem Bild hier. Das ist das Auswärtstrikot, das gelbe. Das Trikotstück ist vom roten Heimtrikot. Aber naja, was soll man machen? Auf jeden Fall trotzdem eine nice Karte. Und dann haben wir hier noch so eine Box mit einigen Karten drin. Mit Tesa hier geschlossen. Versiegelt sozusagen. Und ja, ich habe es aufbekommen. Und wir schauen uns die Karten mal an. Und die kommen dann auch direkt auch gleich wieder in diese Box. Ich fange einfach von hinten an. Mal schauen. Da haben wir als erstes hier, erste Trikotkarte, Will Prun von Houston Dynamo. Weißer Patch hier. Nice. Auch hier, das Trikot stimmt richtig nice, weil das so ein, ja, keine Ahnung, das ist einfach nicht nur dieses glatte Weiße, sondern es hat so ein bisschen Muster und so. Nummeriert 54 von 99, Will Prun. Dann machen wir weiter mit dieser Karte hier, Michael heißt er, oder? Mit der Michel von FC Dallas, hier komplett rotes Trikotstück, nummeriert 11 von 40, also ein bisschen niedriger nummeriert, hier golden im Design, finde ich nice. Dann machen wir weiter mit dieser schönen Karte hier, Russell Tybert, 39 von 40, auch die zu 40 von Vancouver Whitecaps, komplett weißes Trikotstück. Dann, richtig nice, Graham Susie. Ihr wisst, ich bin großer Sporting Kansas City Fan. Mein mit Abstand auf jeden Fall Lieblingsteam aus der MLS. Und das wird auch nicht die letzte letzte Sporting Kansas City Karte sein. Ich bin froh, dass ich diese Karte gefunden habe. Graham Susie, von dem bekommt man nur selten Karten im Internet. Und wenn, dann für einen richtig großen, hohen Preis. Und die habe ich eigentlich relativ billig bekommen. Deswegen bin ich da froh drüber. Das Ganze ist von MLS 2013. Und ja, nicht nummeriert oder so, aber nice Karte. Dann machen wir weiter. Gleiche Serie, anderer Spieler. Matt Bessler, Innenverteidiger. Und von Sporting Kansas City. Lange dabei, genauso wie Susie. Und ja, von der gleichen Serie auch komplett blau. Dann ebenfalls Teal Banbury, Stürmer,
damals gewesen, spielt glaube ich nicht mehr bei denen. Die anderen beiden, Susi und Bessler, spielen weiterhin bei Spoiling Kansas City. Dann die Karte, finde ich mega nice, dass ich die bekommen habe. Und es ist Thierry Henry. Die Legende, französische Legende, lange natürlich bei Arsenal gespielt. Am Ende seiner Karriere nochmal in den USA bei New York Red Bulls. Hier mit einem blauen Trikotstück. Ja, hätte es mir gewünscht, dass es weiß wäre, aber naja. Finde ich nice, Thierry Henry, dass ich den in der Sammlung habe als Trikot. Finde ich einfach nur perfekt. Dann machen wir weiter mit zwei Autogrammkarten. Auch die sind, glaube ich, nicht nummeriert. Als erstes haben wir hier Stürmer von Sporting Kansas City, Dom Dwyer. Warte, ich muss ein bisschen nach hinten gehen, damit ihr die ganze Vorhaut habt. Hier, Dom Dwyer, das ist die Unterschrift hier auf dem Sticker, wie man es von Topps gewöhnt ist, beziehungsweise Panini macht das ja auch. Hier, Top Certificate Autograph Issue, Dom Dwyer, richtig nice, Riesenfan von dem Spieler. Jetzt auch beim Gold Cup für die USA mehrere Tore gemacht. Richtig nice. Und dann noch ein Autogramm, und zwar von Benny Feilhaber, auch von Sporting Kansas City. Die sind übrigens von MLS Apex Soccer 2015. Hier die Unterschrift. Benny Feilhaber tatsächlich auch in Deutschland gespielt beim HSV. Jetzt aber schon länger auch bei Sporting Kansas City und ebenfalls amerikanischer Nationalspieler. Und dann haben wir hier zwei weitere Karten noch. Als erstes wieder Sporting Kansas City, Matt Bessler, diesmal hier von Apex Soccer, die Trikotkarte 14 von 99. Ja, finde ich nice. Ich mache mal vielleicht auch bald einfach ein Video, wo ich euch alle meine Kansas City Karten zeige oder einfach nochmal ein Update von meiner Kollektion. Aber auf jeden Fall machen wir weiter mit Matthias Laba. Hier 86 von 99. Nice auf jeden Fall von Vancouver Whitecaps. Und das war das erste Paket. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem zweiten. Und ich kann euch jetzt schon so viel sagen, dass es vom Inhalt her ähnlich weitergeht. Noch mehr nice Karten. Das waren jetzt einige Kansas City Karten, die ich unbedingt wollte. Und jetzt kommen auch viele, die nicht von Kansas City sind, aber auch vielleicht dafür trotzdem geiler Karten sind. Ich weiß nicht. Also das Paket war auf jeden Fall nice wegen den ganzen Kansas City Karten. Deswegen freue ich mich total drüber. Aber die nächsten Karten, also ich habe noch einige richtig nice Karten. Hier noch ein Umschlag drin. Also sehr, sehr gut eingepackt, sehr, sehr professionell. Das sind auch sehr, sehr erfahrene Verkäufer auf eBay, direkt aus den USA. Und die wissen, wie man es macht. Oh mein Gott, ich sehe da schon ein paar Sachen. Mega nice. Leute, das ist der Stapel. Ich habe wirklich ein bisschen übertrieben, das muss ich selber zugeben. Aber naja, auf jeden Fall nice. Und so wie es aussieht, nee, da sind mehrere drin. Und womit fangen wir an? Ich glaube, ich beginne einfach hier von oben. Hier, das ist so eine kleine Tasche. Da sind zwei Karten drin. Und ich glaube, ich benutze die dann auch weiter. Deswegen vorsichtig auspacken. Zwei Karten drin. Als erstes Fabian Espindola. Trikotkarte von DC United. Nummeriert 45 von 89. Und was ist das denn bitte für ein geiles Trikotstück? Als ich die gekauft habe, war ich mir nicht sicher, was Patch ist, was nicht. Aber hier sieht man das Weiße. Das ist, sage ich mal, normales Trikot. Und dann das, ich muss gucken, Schwarze, dunkelblau, nicht Schwarze, ist vom, oh, ich muss mal gucken, das könnte vom Namen sein. Also Espindola, S, das könnte ein S sein, oder? Und dann, das ist E. Ja, würde ich sagen vom Namen, oder? Hier ein bisschen Teil vom E, hier ein S. Also ich finde es mega nice. Richtig, richtig geile Karte. Freut mich auf jeden Fall sehr. Und dann die nächste Karte haben wir hier noch. Sebastian Letou von Philadelphia Union. Und auch hier haben wir ein Two-Colored Trikotstück. Ein bisschen golden ist dabei. Nummeriert 31 von 50. Und die hole ich auch gerade kurz raus. Vorsichtig natürlich.
Weil hier wird's dicker. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Nee. Aber auf jeden Fall hier ist es glatt und dann geht sie so hoch. Ich weiß nicht, ob das dann hoch geht von den, dass das goldene ein Stück vielleicht vom Adidas-Streifen ist oder so und es deswegen dicker ist. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall eine nice Karte auch. Sebastian Letou. Dann nächste Pack, sage ich mal. Hier sind einige Karten drin, ne? Und es geht weiter für meine Kansas City Kollektion. Ups, Kamera wieder ausrichten. Und hier haben wir wieder eine unterschriebene Karte, Paolo Nagamura von Sporting Kansas City, nicht nummeriert. Dann richtig nice Matt Bessler Autograph. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Autogrammen, die er benutzt hat bei diesen Karten. Einmal, wo er wahrscheinlich keine Lust mehr hat oder so, ist wirklich nur ein ganz kleines B und dann so ein kleiner Kringel und das war's. Aber hier richtig nice Unterschrift, ist M und dann ja, B, MB, Matt Bessler. Und die ist nummeriert 8 von 99. Machen wir weiter mit Fernando Adi von den Portland Timbers. Auch nice Unterschrift, die nummeriert zu 50. 38 von 50. Nice. Weiter mit Drew Moore, den hatten wir eben schon als Trikotkarte, wenn ich finde. Hier im Trikot von Toronto, hier noch im Trikot von Colorado. Und als Unterschrift, auch die finde ich ziemlich kreativ. Nice. Nummeriert 10 von 99. Machen wir weiter mit Matias Perez Garcia von den San Jose Earthquakes. Auch die Unterschrift finde ich eigentlich ganz geil. Und die Karte nummeriert 61 von 99. Und dann haben wir als letztes hier noch Atiba Harris vom FC Dallas. 93 von 99 Unterschrift. Und hier auch mit der Nummer 14 im Autogramm. Das ist eigentlich auch immer ein kleines Extra. Finde ich auch nice. Da sieht man, dass die Spieler sich Mühe geben, sage ich mal, beim Autogramm geben. Dann haben wir hier, glaube ich, wieder Autogramme. Also, ihr seht schon, ich habe wirklich übertrieben, als ich die bestellt habe. Hier weiter für meine Kansas City Kollektion Graham Susi. Und es ist so, oh mein Gott, das war so geil, dass ich die für einen relativ guten Preis dort gesehen habe, die unterschriebenen Karten von Graham Susi. Da teilweise zahlt man das drei, vier, fünffache von dem, was ich gezahlt habe, für diese, für normale unterschriebene Karten, nicht nummeriert, einfach Graham Susi, weil er als Nationalspieler, gehe ich mal von aus, sehr gefragt ist. Graham Susi, nice Unterschrift. Nicht nummeriert. Dann haben wir Alan Gordon von LA Galaxy, auch diese Unterschrift. Sehr schön. Dann Aurelian Collin, ehemaliger Kansas City-Spieler. Falls ihr unsere alten MLS Chrome-Videos mal gesehen habt, da habe ich den gezogen als Parallel. Dieser ist nummeriert 99 von 99. Das ist auch immer eine schöne Sache. 99 von 99. Und die Unterschrift auch nice. Dann haben wir als nächstes Federico Higuain, den entweder Cousin oder Bruder von Higuain, von dem, sage ich mal, dem großen Higuain von Juventus Turin natürlich. Also hier, das ist auch nice. Deswegen, ich habe die gesehen, dachte, nee, kann man mitnehmen. Dann habe ich nochmal Graham Susi. Diesmal nummeriert 50 von 50. Also wirklich nice. Graham Susi, 50 von 50. Und dann noch Ethan Finlay. Den wollte ich unbedingt mitnehmen. Hier von Columbus Crew. Legende. Wann war das? FIFA 16, glaube ich. Habe ich richtig viel mit alten MLS-Team und da war er, sage ich mal, ein stützendes Glied. Obwohl er halt, glaube ich, nur 72 hatte oder so, Bronzekarte, aber finde ich richtig nice. Und dann bin ich auf die Karte gestoßen und dachte, ah, kann man mitnehmen. Und die Schrift finde ich eigentlich auch ganz nice mit der Nummer 13 drin. Auf jeden Fall schöne Karte. Und jetzt kommen noch ein paar Trikotkarten. Und Leute, es wird nicht. Also es wird immer noch besser, sag ich so rum. Was sind das bitte für kranke Karten? Hier haben wir als erstes Marquis Delgado von Toronto, 11 von 89.
Und was ist das bitte für ein geiles Trikotstück von der silbernen Nummer hinten? Ein Stück. Das blaue ist, glaube ich, das Trikot. Ja, blaues Auswärtstrikot wahrscheinlich. Und dann silbernes, silberne Nummer. Und dann haben wir noch DeMarcus Beasley, Linksverteidiger von Houston Dynamos. Nummeriert 74 von 89. Beziehungsweise, ja, einfach normales oranges Trikotstück. Und auch hier wird es an der Seite wieder ein bisschen dicker. Ich weiß nicht, ob das vielleicht damit zusammenhängt, wie die Karten gemacht werden. Oder ob das einfach vom Trikotstück ist, ist das. Keine Ahnung. Ich glaube, hier sieht man es sogar. Hier ein bisschen, hier sieht man ein bisschen schwarz, den Schatten, weil es da ein bisschen runter geht und da nicht mehr. Egal. Beasley hat, glaube ich, mal bei Hannover oder so gespielt. Korrigiert mich, wenn das falsch ist. Auf jeden Fall auch, glaube ich, mal in Deutschland. So, zwei von diesen Packs haben wir noch. So, als erstes haben wir hier Chris Wondolowski. Nice, von dem habe ich auch die aktuelle MLS 2017 Trikotkarte. Hier von den San Jose Earthquakes. 33 von 50. Einfach ganz Standard. Dunkles Trikotstück und richtig geil, Bradley Wright Phillips von New York Red Bulls, nummeriert 38 von 50 mit einem, hier, ich glaube es ist ein Adidas Streifen, zumindest bin ich davon ausgegangen, mal schauen, ob man das besser sehen kann. Ui, das ist eine fette Karte auf jeden Fall. Wobei, es ist, glaube ich, nicht der Adidas-Streifen, sondern es ist dieser, wie nennt man das? Bei den Trikots an der Seite hat Adidas und Nike hat es ja, glaube ich, auch jetzt, so einen Streifen. Und ich glaube, das ist der, also kein Adidas-Streifen, aber auf jeden Fall mega, mega geile Karte. Auf jeden Fall schön, dass ich den jetzt in meiner Kollektion habe. Und jetzt kommen nochmal, ja, jetzt kommen wahrscheinlich die beiden, nicht die beiden Highlights, aber auf jeden Fall auch nochmal ganz ziemlich schöne Karten. Das Beste sozusagen zum Schluss. Mike Grella als erstes, auch wieder New York Red Bulls, auch wieder geiles Trikotstück. Und das ist, glaube ich, Teil von, ja, wahrscheinlich wieder das Auswärtstrikot, das schwarze oder dunkelblaue. Und dann hier das weiß-rote, gehe ich mal von aus, ist ja von dem Red Bull vorne. Finde ich nice. Mehr dreifarbig und nummeriert 11. von 60, richtig nice. Und letzte Karte, die Cut, Fabian Espindola. Und was ist das bitte für eine geile Karte? Ich muss die einfach rausnehmen. Ich weiß, es gibt auch Leute, die können das gar nicht mit anschauen, wenn man die dann, die müssen, wenn man die Karten dann nochmal in die Hand nimmt. Schaut euch die an, die Cut, das heißt hier besonders ausgeschnitten, nicht einfach rechteckig. Dann einmal 12 von 45. Hier die Unterschrift Fabi für Fabian Espindola. Und dann schaut euch das an. Teil des Balles. Matched-Use Memorabilia. Teil des Balles. Hier kann man sogar noch die deutsche Schrift lesen. Nadel ein. Was auch immer. Einführung, einfassen, ein. Auf jeden Fall hier von den Adidas-Bällen natürlich. Deswegen auf Deutsch. Finde ich nice. Ebenfalls von Apex. 2016, von denen sieht es so aus. You have just received the match day die cut autograph relic card of Fabian Espindola from 2016 Tops Apex Soccer. Hier richtig nice, schaut euch das an. Match day von DC United. Also, ich finde die Karte über aus, also wirklich absoluter Hammer. Und wenn ich mir nur denke, für welchen Preis ich den bekommen habe, dann bin ich nur noch glücklicher. Also wirklich bei manchen, wenn man einfach nur lang genug sucht, bekommt man wirklich ein paar schöne Karten für einen guten Preis. Und ja, also die Karten sind schon eigentlich für meine persönliche Kollektion. Deswegen will ich die ungern tauschen. Zum Beispiel genauso wie, also besonders hier diese Die-Cut-Karte. Diese ganzen Kansas City Karten und so. Aber wenn ihr irgendwelche Trikotkarten von allen möglichen Serien zum Tausch habt, falls ihr vielleicht irgendwelche habt, die ihr gar nicht mehr wollt, wo ihr sagt, keine Ahnung,
ich will euch unterstützen oder so, ich will Teil der Sammlung, also beitragen zur Sammlung, dann schickt mir gerne eine Nachricht bei Instagram @BuddiesUnited oder folgt uns dort einfach. Das war jetzt ein, naja, nicht mehr ein kleines kleines Mail-Video, sondern jetzt auch schon über 20 Minuten. Aber für alle, die noch dran geblieben sind, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns bald wieder hier bei Buddies United. Ciao.